Moin Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute fangen wir endlich mal an mit Assassin's Creed Valhalla. Still, ihr Kinder der Götter. Hört meine Geschichte über den Anfang der Zeit. Alles war dunkel. Es gab keinen Sand und es gab kein Meer, keine Erde und keinen Himmel, kein Gras und keinen Wind. Bis das Feuer auf Eis traf, war das Werden der Welt. Guckt dazu auch gerne mal in meine YouTube-Playlist, die Sagen der Germanen. Da lese ich ein Buch vor. Über die Entstehung der Welt und so weiter. Der stolze Ymir, grausam getötet. Doch aus seinen Knochen und seinem Blut und seinem Hirn ward die Welt erschaffen. Und sein Schädel. Die Welt, in der ihr lebt und Kriege führt. Bist du ja. Oh, da sind wir aber noch ein bisschen jung. Sind wir doch, ne? Okay. Hey, hier ist ein Lied für dich. Möge es dich tragen. Ja, ist doch nett. Aber bist du ja kleine Dränger. Geh. Hast du unseren König gesehen? Ja, gut. Komm, Ava. Hast du den Reif? Ja. Und nun zu unserem kleinen Plan. Wenn du uns sprechen siehst, sei leise wie eine Maus. Dann überrasche ihn mit dem Geschenk. Du hältst es hin, etwa so. Siehst ihm in die Augen und sagst, König Dyrbjörn, mögen unsere Clans ewig verbunden sein in Freundschaft und Liebe. Kannst du das für mich tun? Mhm. Klar. Heute Nacht wirst du das Band sein, das unsere Völker eint. Ich bin so stolz auf dich, Ava. Komm hoch, Olaf. Bleib wach, mein Freund. Konzen. Mein Schwert dürstet nach Blut. Ich bin bereit für den Kampf. Wie schön, so viele herzliche Leute in unserem Heim zu haben. Irgendwie glaube ich nicht, dass sie so getanzt haben. Oh, du hast nichts zu trinken? Na komm, ich bringe dir was. Ich kann nicht. Ich habe ein Geschenk für deinen Vater. Ein schönes Stück. Das muss zwei große Langschiffe wert sein. Gib es her, ich gebe es ihm. Wollte gerade sagen, der nimmt's mal. Sigurd. Wie du willst. Aber dann bekommst du kein Met. Valkasseda wirkt durch meinen Hammer. Spielen? Also das ist der König da hinten. Aber Daddy spricht doch nicht mit König, ne? Ist er das da hinten? Ach,
Und? Hast du den Reif? Gut, den hat dein Großvater getragen. In einer Schlacht auf den Nordwegen. Mutter? Ja? Können wir Sigurd unser Steinmännchen von gestern zeigen? Gute Idee. Das machen wir gleich morgen früh. Bei Tagesanbruch. Jetzt geh. Überbring das Geschenk. Ja, es ist Zeit. König von Rügjafylki. Heute Nacht werden wir alle neu geboren. Skål! Skål! Eivor, komm. Herr, mögen unsere Clans auf ewig verbunden sein, in Freundschaft und Liebe. Danke, Eivor. Jetzt und für immer gehört mein Schwert dir. Hört zu, wie laut ein König singt. Vom Wellenross mein Lied erklingt. Weil Odins Bet uns Stärke bringt. Ein Krieger fällt Valkyria. Ein Krieger fällt Valkyria. Nach Valhall wird der Held. Nach Valhall wird der Held. Das Hoffmann für die große bereit, Männer! Auf geht's. Gut, Wurster. Geh. Du nicht, Eivor. Jetzt noch nicht. Du bist noch ein Lütte. Das geht noch nicht. Und trotzdem gehen wir hinterher. Es wurde verkündet. Der Vorhang ist gelüftet. Nichts ist wahr. Ehe es von den Zweigen Yggdrasils gebrochen wurde. Jawohl, Schildmaid. Wohin denn? Mut hat er. Da. Langes Intro. Ich hab dir einen Handel vorzuschlagen, Trellhure. Akzeptiere dein Schicksal und stirb als Feigling vor deinen Leuten. Und ich verschone den Rest. Kämpf, Liebster! Hör nicht auf ihn! Wenn ich mein Leben gebe,
Verschonst du meinen Clan? Du hast mein Wort. Nein. Servus, Cottbus. Nein, Warren! Na, schon Laternen im Zug gewesen. Zack. Papa ist tot. Nö. Rabenvater. Ja, ich zocke jetzt doch über die PC. Ich habe auf die Xbox geguckt. Da habe ich auch keinen Season Pass gekauft. Also irgendwie. Keine Ahnung. Oh, Kartoffelsuppe. Du bist geil. Oh, ich liebe Kartoffelsuppe. Also selbstgemacht natürlich. Mega. Das ist was Feines. Atriu versinkt. Wer es nicht kennt, die unendliche Geschichte. Ja, da kommt der Wolf. Na klar. Ich habe mir vorhin eine Lasagne in den Ofen geschoben und habe sie dann rausgeholt ohne Handschuhe. Frag mich nicht warum. Hab mir ganz schön die Hand verbrannt. Das sieht man nicht. Zeige ich dir morgen. Und denk so, oh, das tut bestimmt gleich voll weh. Ich muss schnell unter kaltes Wasser. Aber es kam kein Schmerz. Habe ich heute auch nichts gemacht. Jetzt ist es feuerrot. Mal gucken, ob es eine Bandblase gibt. Zwei Datenströme, die sich in derselben DNA überlappen. Ich weiß nicht wieso. Beheb das oder hol mich raus. Ich kann die Ströme mit einem Filter aufsplitten. Moment. Okay, hat geklappt. Sicher? Ja, Figur auswählen. Nicht, Männchen oder Weibchen? Lag, aber ich kann es umgehen. Oder beides. Du musst einen Strom auswählen, damit alles stabil bleibt. Es gibt doch eine dritte Option. Ich kann den Animus deine Identität aufgrund der Signalstärke modulieren lassen. Wie du willst. Ich hab mir beim Einkaufen ein Stück und Fingernagel gerissen. Au, das tut auch weh, ne? Das tut auch weh. Oh, ich hasse das. Vor allem, das tut ja jetzt fast eine Woche lang weh, ne? Du kommst ja immer wieder dran und so. Und, oh. Das ist genauso scheiße wie, als wenn du ein Pizza-Baguette isst, dir am Käse den Gaumen verbrennst. Das gehört ja dazu. Dann so eine kleine Brandblase kriegst, die dann irgendwann aufplatzt und dann hängt da dieser Fetzen oben. Den hast du wochenlang, weil du immer wieder mit der Zunge da rumspielst. Echt schlimm. So, ich nehme den männlichen. Okay, ich gebe es ein und springe nach vorne zu einem Zeitpunkt, an dem die Ströme synchroner sind. Synchroner, wa? Wie lange verfolgst du mich schon, Wolfsmal? 17 Winter? 18? Verfolge ich dich in deinen Träumen? Wärme ich dir den Schritt? Aha. Wärme ich dir den Schritt? Das ist geiler Anmachspruch. Die Axt deines Vaters. Die Waffe eines Feiglings. Einer verspotteten Schlange. Nur weniges macht mir mehr Freude, als damit zu töten. Doch ich weiß, du würdest kämpfen bis zum Tod. Ja, bei Carpaccio wird's schwer mit einer Axt. Das werde ich nicht erlauben. Du wirst deine letzten Tage als Trell leben. Gedemütigt. Dein Tod wird einsam sein. Töte den Rest seines Trupps. Lass sie leiden. Eivor Wolfsmal ist nicht mehr. Dieser Name ist für die Welt gestorben. Du bist sicher dein Gewicht in Silber wert. Ha! Nur Silber? Eine Bewegung.
und ich stech dir die Augen aus, kapiert? Und wann ist das Spiel noch? Also ich würde mal so 2 Jahre schätzen. Der Wind bläst aus Süden. Wir segeln nach Norden und setzen dann Kurs West. Also was habe ich dir gerade gesagt? Nein. 2020, 4 Jahre. Ja, die Grafik spiegelt es wieder tatsächlich. Schild wie heute dich lebendig! Mal wieder zu lange gewartet mit dem Starten vom Spiel. Niemals dieses. In your face, motherfucker. Kein Essen für dich, Sweet. Meine Leute sind in Gefahr. Sei meine Augen. Be my eyes. Albert. Wunderschön. Nordwege 872. Durch Ehre gebunden. Meine Mannschaft ist in Gefahr. Ich muss zu ihnen. Odin-Sicht, untersuche die Umgebung, um alle interaktiven Elemente in der Nähe zu sehen. Die habe ich vorher aber auch schon gesehen. Besser. So. Komm, er zeigt mir ja alles an hier. Bin dann. Ich brauche irgendwas. Irgendwas, was stecken bleibt. Was ist denn steuerungstechnisch? Hat sich da noch was getan seit Odyssey? Ich fühle mich besser, stärker. Ah, erstmal looten. Ludwig. Mit RB. Da ist auch noch was. Okay. Ja, dann. Da drin vielleicht noch. Ja, da ist noch was. Okay. Ah, hier haben wir noch Bären. Das hebe ich für später auf. Proviant ist voll, okay. So, wo müssen wir hin? Da hoch. Gehen wir mal die Fußspuren hinterher. So, warte mal. Okay, das ist Schlagen. Das ist Bogen. Das ist Ausweichen. Den Rest kriegen wir noch raus. Ist das hier zum Hochklettern? Nein. Oh, Odins Raben. Hä? Klettern? Ja, wo laufen sie denn? Ist das ein Ausguck? Nee. Nein. Nein. Hüpf. Oh. Scheibenkleister.
Habe mich wohl ein bisschen verletzt. So, was geht hier? Rikjafilki. Wer kennt es nicht? Alter. Seid ihr bescheuert? Jetzt. Fokussieren. Auf was? Da hoch. Gehen wir mal da hoch. Ne, nicht euer Ernst, ne? Ah, doch, da oben ist ein Ausguck. Können wir ja den schönen Adlerschrei hören beim Runterjumpen. Mal gucken, ob es noch der gleiche ist wie seit Teil 1. Was von Avatar. Der Stil der Musik. Oh. Der Waldbrecher meine Leute gefangen hält. Ins Wasser springen? Oh nein. Doch. Gibt's den Loot? Komm hoch. Hoch mit dich. Wenn dem mal nicht kalt wird, ne? So. Checken wir mal die Lage. Auch wieder sehr schön gemacht. Die Spuren im Schnee. Da hat sich ja in den letzten Jahren sehr viel getan. Auch hier hübsch. Einer von Kirtwies Männern. Ich muss vorsichtig sein. Ziel erfassen. Ah ja. Was geht nicht, Dingsen? Nein, okay. Dann machen wir es so. Kein Attentat. Ach so, ich habe noch keine Klinge im Ärmel, ne? Die muss ich mir wohl erst organisieren. Okay. Rote Maske. Ja, dann haben wir es erstmal, ne? Von hier. Gehüpft. Grabenperspektive. Ah, ist wieder ein Vöglein dabei. Flieh, kleiner Wellensittich. Da ist noch eine Hütte. Okay, das noch alles beim Alten. Bei der Steuerung hier. Okay, da ist noch ein Haus. Gehen wir mal gucken. So, hier müsste das Zelt sein. Genau. Punktgenauer Schaden. Der Schaden, den du mit Pfeilen einrichtest, hängt davon ab, wie stark du den Boden spannst. Oh, da ist ja einer. Testen wir mal. Es ja nicht. Doch. Bleib weg. Halt. Dort? Ah. Okay.
Okay. Dann haben wir hier doch sowas wie ein Tutorial. Ich dachte schon, da kommt nichts, aber die haben es so verarbeitet. Das kann man ja auch machen. Na, jemand zu Hause? Nichts drin. Kjötvis Befehle. Rikolf, bereite Warenskind für die Sklavenhändler vor. Die anderen kannst du für dein Blutopfer nehmen. Kjötvi. Boah, ist ja nett. Kein Loot. Nope. Oh. Kjötvis Krieger. Ich sollte mich nicht sehen lassen. Sobald dieses Land unter Kjötvis gefallen ist, leben wir wie die Jarls. Solange der Rabenclan lebt, wird das nicht geschehen. Die kämpfen wie Berserker. Eivor Wolfsmal erschlug allein eine Zwanzigschaft oder mehr. Ha! Jetzt schmeckt Eivor die Peitsche des... Boom. Kein Loot. Hier noch was? Nope. Okay. Aber finde ich ja schon mal cool, dass die Gegner angezeigt werden. Ah, da hinten muss ich hin. Okay. Das Dorf hier mal überrennen. So ganz alleine. Naja, ne? Komm, wir gehen hier mal weiter. Gehen wir außen rum. Singendes Eisen. Da findet ein Kampf statt. Singendes Eisen.